Wir haben ja erstmal Early Summer. Das ist ja dann... Wir haben wieder ein Laborer bekommen. Was soll der Laborer tun? Der ist Hunter oder... Nee, der ist Förster. So, der ist mit Förster jetzt. Ne, Woodcutter kommt noch hinterher. Das ist schön. Dass der Woodcutter noch hinterher kommt. Dazu müssen wir irgendwann auch noch einen zweiten bauen. Na, da bauen wir im Winter hier den Trading Post da. Und so, jetzt haben wir fast alle Jobs wirklich voll besetzt, außer die Mine. Und hier fehlen noch so fünf Leute fehlen noch. Und nee, ich glaube erstmal fünf Leute fehlen noch. Dann haben wir erstmal alle wichtigen Jobs, die ich habe, besetzt. Und das ist schön. Der hier ist ja immer noch am Schneiden da. Hier liegt noch, hier und da liegen noch Berge an Kohle rum. Da ist noch ein bisschen Eisen. Die kloppt da noch fröhlich ein paar Steine raus. Das ist okay. Die ernten jetzt schon wieder ab. Wieso ernten die jetzt schon wieder ab? Ich verstehe das nicht. Wieso ernten die jetzt schon wieder ab? Die sind nicht mal ausgewachsen, die Sachen. Und wir haben die Zeit. Ich verstehe es nicht. Aber gut, dann haben wir hier bald alle fertig. Und dann können das hier eigentlich mal... So, da kann jetzt soll gearbeitet werden. Nö. Also wird das ja nichts hier mit denen immer eins voll kriegen, wenn die irgendwie immer nur die Hälfte, wachsen lassen, dann ja, ist denen das egal, dann ja, ernten wir ab. Dann ist schon fast Winter in Muskor oder so heißt unsere Stadt. Ich habe das ja irgendwie zufällig einfach mal gemacht. Da liegen schöne Birnen. Ganze Kiste Birnen und keiner nimmt die mit. Och Mann, doch jetzt. So, das fertig ist fertig. Sehr gut. Das heißt, wir können drei Arbeiter. Das heißt, alle bis auf 6 Arbeiter können wir abziehen. Fast. Halten wir erstmal 7 da, können wir hier 8 da ein auffüllen. Dann 4 links haben und dann... Okay, ziehen wir eigentlich alle erstmal bis auf 1 ab. Haben wir jetzt noch 7 Laborer, die für uns weiterarbeiten können. Ach, die sind noch nicht mal ganz abgeerntet. Okay, warte mal, dann packen wir die 7 Dolber aufs Feld. Ich habe ja sonst keine andere Aufgabe für die. Was ist denn low? Stone ist low. Ja, aber das ist, weiß ich. Hier bräuchte man einen Steinbruch vielleicht. So, der ist fleißig. So, soll tatsächlich mal hier aus seinem Revier auch mal alles Stein und so rausschaffen. Dann kann er auch mehr anbauen. Da müssen wir mal gucken. So, wie weit ist der? 80 von 80, 82 von 82. Eisen fehlt bei dem. Haben wir Iron denn? Nein, wir haben kein Iron. Och nö. Stopp. Hol da Iron raus. Zack. Schicken wir 8 da unten rein zum Iron rauspulen. Können wir noch irgendjemanden reinschicken? Ich möchte am liebsten das gerade mal über den Winter so 15 drin haben. Dann pulen wir da halt erstmal das ganze Iron raus. So. 15 von 15. Ihr holt dann das ganze Eisen raus. Das ist, glaube ich, auch so eine Mine und oder Steinbruch oder so. Das ist ja nur effektiv, wenn man auch wirklich alle Leute, die man braucht, da drin hat. Weil dann sieht man, das geht hier echt viel schneller. Und das ist schön.
Felder werden ja im Winter eh nicht bestellt. Der hier will eine 500, reicht aber eigentlich. Brauchst nicht mehr. 500 reicht völlig aus, mein Lieber. Die räumen sogar gleich Iron weg. Ich hoffe, sie bringen es auch gleich dorthin. Nein. Tun sie nicht. Das ist jetzt doof. Warum nicht? Ihr wisst, dass ich sowas dann doof finde. Aber naja. Aber naja, Winter haben wir im Moment. Kein Early Winter und auch kein Late Winter. Einfach nur Winter. Das ist schön. Der ist immer noch bei 0 von 40. Das ist nicht so schön. Aber die haben da schon richtig Iron rausgeholt. Also das ist mal Respekt. Ey, wir haben wieder einen Laborer bekommen. Der wird jetzt Bilder. Obwohl, nee, ich kann da erstmal... Eigentlich mal ganz gerne das ganze Iron rauspulen, aber irgendwie... Jetzt. Rauspulen tut es ja nicht, aber jetzt, ich hoffe... Ja, jetzt bringen sie auch mal Iron dahin. Das ist schön. Ich könnte sonst einmal nochmal ganz kurz Häuser durchgucken. Da möchte einer ausziehen, hier möchte auch einer ausziehen. Da fast. Ah ne, der... Ja, aber... Da eigentlich auch. Okay, wir müssen neue Häuser bauen. Du kommst jetzt aufs Feld. Ihr 15 da erstmal raus. Und dann haben wir jetzt schon mal wieder alle 16 auf dem Feld. Das ist schön. Und dann... So, 3 von 40 Iron haben wir da. Haben wir es aber schon wenigstens alles ins Lager geholt. Mehr ist das nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen low, ne? 12 von 40 nur. Naja gut, dann tun wir hier mal das alles da weg. Das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Idee. Iron. Collect Iron. So, dazu haben wir ja dann noch irgendwie ein paar andere Leute, die das irgendwie, wenn sie gerade nichts anderes zu tun haben, machen können. Ne, ich finde, das ist, glaube ich, sogar ein bisschen effektiver, also sehe ich jedenfalls so. Und dann kannst du ja wieder mal auf Kohle umgestellt werden. Und der hier cuttet mir zu wenig, das sage ich ganz ehrlich, der ist irgendwie mir ein bisschen zu ineffektiv. Noch. Die pullen hier schon alle fleißig das ganze Zeug aus. Ihr weißt du was, ihr könnt auch eigentlich mal auch den Stone könnt ihr da mal mitnehmen. Der muss da ja nicht rumliegen und verfaulen, ne? So, und ihr bestellt jetzt mal bitte ordentlich mal die Felder, ne? Das wäre ja auch mal eine ganz gute Abwechslung, wenn ihr mal ordentlich bestellen würdet. Aber der Ziel ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ist ja auch schon fast voll. Ne? So, und wir müssen außerdem auch noch wieder Häuser bauen. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal nach da bauen, aber ganz ehrlich, ich baue dann doch jetzt erstmal hier noch ein bisschen an. Oh, pff, schade, da geht das nicht mehr hin. Da ist das, dann stelle ich da jetzt einfach mal ohne Zack, stelle hier noch eins ran. Und dann lassen wir hier nämlich so noch so einen Weg reingehen. Und dann bauen wir den noch dahin. Naja, nicht übermütig werden, aber... Wollen wir da jetzt gleich noch eins hinbauen? Ich will fast ja sagen. War dann so. So. Zack. Das ist auch wieder noch ein nächstes Winterprojekt, ne? Ah, wie schön hier. Das ist alles da an Iron, ne? Das heißt, wir müssen da jetzt Leute hinschicken zum Bauen. Und dann habe ich gelernt, man kann irgendwie hier Priorität hochsetzen. Erstmal bitte das bauen, ne? Das ist wichtiger als die Häuser. Häuser sind zwar schön, wenn ihr die fertig kriegt, aber ich finde das wichtiger da. Erstmal jetzt das dann da rausholen.
Und da das Iron und so lasse ich trotzdem mal an. Das sollen sie ja trotzdem ja rausholen. 2 von 12 Arbeiter haben wir leider nur. Das ist nicht so schön. Aber was soll man machen? Erstmal müssen ja hier auch die Felder bestellt werden. Ne? 67% ist das voll. Das hier ist zu 67. Das hier ist zu 70 voll. Ich gucke erstmal bei dem hier, ob das hier wenigstens dann mal komplett wächst oder ob das wieder nur so halb wächst. Was ist das jetzt? Doch, das ist auch schon jetzt bei 74 und das ist jetzt sogar schon bei 75. Aber das ist immer nur auf der Seite hier so weit. Und da irgendwie wird das gar nicht so weit. Hm. Wird denn hier wenigstens ein bisschen ge... Ja, da kommt jemand. Ja, perfekt. Die beiden arbeiten hier dran. Die kloppen das Ding zusammen. Das wird erstmal gleich, glaube ich, sowieso geschlossen, weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon gleich in Betrieb nehmen werde. Mal sehen. So, und hier müssen auch noch dann die Wege so zwischengezogen werden. Das kann ich auch mal jetzt gerade machen. Nö, machen wir erstmal so und dann zack. So. Zack, zack. Zack, da haben wir dann mal die Wege außenrum. Auch nicht schlecht. Oh, es ist, glaube ich, ein Farmer verstorben. Oh, wie schade. Es ist ein Farmer verstorben. Zack, 16 von 16. 95%, 95%, 98%. Ja, ich glaube, diesen Sommer sieht es wieder so aus, als würde es endlich mal wieder auch komplett wachsen, bevor sie es abernten. So wie die letzten Sommer. Ja, jetzt war 100%, haben sie abgeerntet. 97% und 97%. Das ist ja schön. So. Na los, erntet mal. Na los. Na los. Ah gut, 98% ist ja noch. 99%. Ja, hier wird gleich abgeerntet. Ja, hier wird abgeerntet. 99% hier auch. Perfekt. Das ist sehr schön. Und dann können wir nämlich gleich wieder, obwohl das hier ist gleich ja auch schon fertig, ne? Da fehlt ja nicht mehr so viel. Die paar Prozent schaffen wir auch noch. Ich werde sogar noch heute eigentlich in der Aufnahmesession schaffen. Ne? Und unser Dorf hier mit den Häusern, das wächst und das freut mich, ne? Dass wir das echt auf die Reihe gekriegt haben. Ich glaube, das war sogar in dieser Runde, die ich mal irgendwann, die ich angefangen habe. Ich habe ja zwischendurch immer schon mal sogar... ich habe davor ja gespielt, eine kleine Runde, also auch schon aufgenommen. Aber sind mir leider alle Arbeiter krepiert und das habe ich hier, glaube ich, ganz gut im Griff bekommen mit den Arbeitern. Würde ich sagen, dass ich das ganz gut in den Griff bekommen habe. Die hier sind noch nicht mal fertig gewachsen, aber das kriegen wir hin. Wie viele sind hier bestellt? 4 Arbeiter. Gut, das heißt, wir können auch gleich dann wieder hier sind. 2, okay. Okay, okay, okay. Dam, 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 dam. Los, mach doch mal hinne. So, dann können wir 4 schon mal abziehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Dann könnt ihr das da machen. Das 4 finde ich auch noch gut, wenn man da irgendwie mal Alu-Wege, wenn wir hier auch noch einen schönen Weg zwischenbauen könnten, ne? Das wäre ja auch mal was. So. Das hier wird, glaube ich, nicht mehr fertig. Keine Ahnung warum, aber die bauen da, bauen tun sie eh nicht. Aber die machen da gerade nicht weiter. Ist das hier jetzt voll? Ja, 100%, das ist voll. Das heißt, das hier wird jetzt auch noch mal ein bisschen gefüllt. Kloppt da hinten die Wege zurecht. Das ist auch gut von dir, ne? Das ist ja auch schön. Das hier hat 85%. Gut, hier können wir wieder Leute abziehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Füllen wir erstmal 1, 2, 3, 4.